Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Hallo ihr Lieben, hier ist der Santiago bzw. der SpongeBob. Ich bin hier auf der Messe in Köln, auf der Höhe des Shakespeare-Kolonnen. Ja, heute am Samstag und morgen den Sonntag nochmal. Kommt vorbei, ja? Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße. Jetzt sind wir ins leihen unseren lieblingsfiktiven Charakteren nicht nur ihre Stimme, sie hauchen ihnen halt auch Emotionen, Leben und Tiefe ein. Deshalb freue ich mich, dass ich einigen von Ihnen jetzt heute ganz viele Löcher in den Bauch fragen darf, gemeinsam mit euch. Auch ihr werdet die Möglichkeit bekommen. So ab Hälfte gegen Ende des Panels wird hier vorne ein Mikrofon aufgestellt werden, wo ich euch bitten möchte, euch ganz gesittet und geordnet anzustellen, falls ihr auch noch eine Frage an, ja, eine oder alle von Ihnen habt, dann solltet ihr dazu auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen. So, bitte begrüßt mit mir auf der Bühne unter anderem die deutsche Stimme von Lysok aus One Piece oder ganz aktuell auch wieder Fry aus Futurama, Dirk Meier. Du hast einen etwas längeren Weg, ihr habt euch für die falsche Seite entschieden. Ihr seid auf der falschen Seite der Macht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ist es an? Hallo, hallo? Ja. Man hört den Sprecher nicht, das ist ein Problem. Sehr schön. Ja, schön, dass du heute hier bist. Was ist denn so deine liebste Rolle bisher gewesen? Meine liebste Rolle? Ja. Boah, das ist schwierig. So, die so ein Projekt, wo du sagst, das ist ein Herzensprojekt, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Alle Rollen haben irgendwie Spaß gemacht. Das ist eine sehr politische Antwort. Unter anderem Fry und auf Lysok, auch wenn es eine anstrengende Rolle ist, aber eine sehr interessante Rolle und eine sehr langjährige Rolle. Sehr gut. Wir erörtern das gleich nochmal. Nimm gerne schon mal Platz. Du hast noch völlig freie Auswahl, welchen Platz du am liebsten haben möchtest. Wir haben euch auch Wasser hingestellt, etwas versteckelt. Naja, für euch nicht, aber für euch. Genau. Außerdem begrüßt mit mir auf der Bühne unter anderem die deutsche Stimme von SpongeBob und dem Schauspieler Delir White, Santiago Ziesner. Unser aller Lieblingsschwamm. Hallo, bin ich an? Probier's nochmal. Hallo. Ich würde sagen, man hat dich gehört. Ich habe das einfach an den Kichern vernommen. Ja, auch schön, dass du hier bist, heute hier bei uns. Du bist ja auch, also hast ja viele von uns durch die Kindheit begleitet. Wie ist das so für dich, so lange eine Rolle
zu begleiten? Das macht viel Spaß, weil das wird ja wirklich ein Teil von einem selbst. Oder umgekehrt, man gibt ja viel von sich selber in die Rolle. Also SpongeBob bist du und du bist SpongeBob an der Stelle? Ja, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Vielen Dank, setz dich gern schon mal hin. Auch du kannst jetzt aussuchen, ob du neben dir sitzen möchtest oder nicht. Dankeschön. Kein Druck. Sehr gut. Jetzt wurde so ein Klatsch für deine Platzwahl. Gut, wir machen weiter mit, ja, eine weitere Stimme, die uns definitiv durch die Kindheit begleitet hat. Unser aller Lieblingshase, Sven Plate, bitte komm zu mir auf die Bühne. So, auch hier wird breit gegrinst und gelacht. Sven, du bist ja mittlerweile auch eine Größe, die einfach ja, sehr regelmäßig auf Conventions ist. Dir scheint das einfach Spaß zu machen, oder? Ja, ich finde es lustig. Ich bin gerne auf Convention. Mittlerweile kenne ich auch viele schon, die sagen, ja, vor zwei Wochen ja auch. Ja, also ich würde sagen, dann heißt es ja aber eindeutig, dass alle anderen es auch sehr cool finden, dass du da bist. Ja. Ist halt so. Jeder hat ja seinen Lieblingssprecher oder mehrere Lieblingssprecher. Bei manchen ist man dabei und manchen halt auch nicht. Das ist halt so. Das ist halt so. Das ist richtig. Ja, was Santiago gerade gesagt hatte zum Thema, man wird so ein bisschen Teil von der Figur, die Figur wird Teil von einem selbst. Würdest du das auch so sehen? Nö. Ich hab das Gefühl, er glaubt gerade keiner. Alles klar. Kommt noch. Kommt noch. Okay, auch das wird später erörtert. Genau, nimm gern Platz. Du setzt dich ganz weit weg. Ja, weg von Santiago und Dirk. Okay, du wolltest das Gleichgewicht herstellen. Gut, ja, außerdem grüßt bitte bei mir die deutsche Stimme von unter anderem Sharpay aus High School Musical, Tokio aus Haus des Geldes und aus, auch Aria aus Pretty Little Liars, Esra Huberl. Genau, kommt gern zu uns. Wie so ein Walking. Aber das ist wunderschön gemeistert. Next Topmodel. Wunderbar. So, du bist zum ersten Mal mit dabei auf einer Con? Nein, das zweite Mal. Das zweite Mal, okay. Ist immer noch sehr frisch und aufregend. Ist, okay, und wie findest du es sonst so? Ja, toll. Es ist auch so toll, so viele tolle Persönlichkeiten kennenzulernen. Und alle so schön verkleidet. Ja, nee, macht Spaß. Wunderbar. Ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut, als du die Stimme drauf hast. Echt jetzt? Ja, also Respekt. Ich finde das einfach super cool. Grundsätzlich haben wir hier ganz viele tolle Stimmen, die uns alle halt begleiten. Ne? Ja, vielen, vielen Dank. Setz dich erst mal. Du hast nicht mehr so viel Auswahl. Setz Danke. Dich erst mal hin. Vielen Dank. Sag, ihr habt doch was zu trinken bekommen. Ich schon wieder Essen. Ja, ja. Das, also langsam wird es gemein. Du kannst dich hinsetzen, wo du möchtest. Es hat einen Grund, ich liebe ihn, aber trotzdem muss ich hier sitzen. Das ist ja. Alles gut. Warte, ich hol dir dein Wasser, ja? Ja, dann tut eins. Gut, wir machen weiter mit einer, auch einer absoluten Größe. Von Marvel bis Lilo und Stitch hat er auch irgendwie alles dabei. Und zwar hat er unter anderem Samuel L. Jackson als Nick Fury seine Stimme geliehen, aber auch Gantu aus Lilo und Stitch. Engelbert von Nordhausen, bitte komm einmal zu uns. Absolute Kontrolliere. Wunderbar. Ja, ich dachte, wir müssen nochmal. Mit den unauffälligsten Schuhen. Schuhe. Das war ein frisches Thema. Wenn ich endlich mal vor Publikum bin. Sind die guten für euch? Engelberts erste Con. Wer hat denn jetzt vielleicht mal schon das Mikro gegeben? Ich bin die Pointe geklaut, ich weiß. Genau, wie gesagt, totale Con-Premiere. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen Con-Luft geschnuppert. Wie findest du es denn bisher? Wie sind die Leute so drauf? Super. Ich finde das super. Das könnte ich jede Woche einmal machen. Oh, okay. Sag das nicht so laut. Aber
Aber du hast ja auch schon gesagt, du warst schon immer sehr fleißig und allerdings. Genau, kannst auch gut durchpowern. Ja. Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf das Panel. Such dir gerne deinen Platz aus, den du gerne hättest. So, und last but not least, und er hat auch sein Mikrofon schon, ihr habt ihn schon gehört, Peter Flechtner, unter anderem die Deutsche, nimmt einfach den Putzweg. Hallo, hallo. Unter anderem die deutsche Stimme von Hopper aus Stranger Things. Ich bin klein, aber du bist auch groß. Du bist wirklich sehr klein, wenn ich das so sehe. Ja. Manu, mehr geht nicht. Es wird gut. Ich habe so viel gegessen, wie ich konnte, mehr kam nicht. So, du hast außerdem natürlich Hardcore gesprochen aus Miracle. Auch das, genau. Ich habe nämlich hier vorne schon einen kleinen Fan. Mit ganz echten Fan. Sie hat mir sogar was mitgebracht für Hortenmaus. Dankeschön nochmal. Wunderbar. Ja, und auch ganz unauffällig mit dem Jojo. Genau, dafür kann man gerne auch einmal applaudieren. Hier vorne wurde schon angefangen. Caitlin! Sehr gut. Auch den Namen gemerkt. Perfekt. So, ich würde sagen, wir setzen uns. So viel Platz oder so viel Auswahl haben wir nicht mehr. Wir nehmen hier. Oh, die sind aber wirklich. Also für mich ist das ein sehr großes Sofa. Du magst das anders sehen. Ja, vor allem bekannt für die Cartoon-Dinge, Cartoon-Sachen. Hat sich da was verändert im Synchro? Das ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Beim Cartoon ist es halt so, dass du die Bildvorlage hast und die praktisch die Figur mit deiner Stimme halt lebendig machst. Bei einem realen Schauspieler oder einer Schauspielerin hast du ja das Vorbild, was derjenige oder diejenige da spielt. Und auch stimmlich, wir haben zwar auch eine Stimmvorgabe im Original, im Englischen oder so, aber die Figur macht man dann mit der eigenen Stimme, da haucht man dann das Leben ein. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Ja, kann man also noch ein bisschen mehr von sich selbst sozusagen reinbringen. Hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, Folgefrage an der Stelle. Macht ihr das denn, wenn es, also dieser Charakter, der ist ja visuell schon sehr gut festgehalten, wie macht ihr das denn, dass ihr sozusagen eure Stimme dann irgendwie drauflegt? Also ihr braucht ja eine bestimmte Stimme. Woher wisst ihr denn, welche jetzt die richtige ist? Probiert ihr rum oder gibt es da eine Herangehensweise? Na, wie gesagt, es gibt ja schon eine Originalfassung, eine Originalstimme. Das ist ja dann beim Cartoon sehr oft eine sogenannte Charge. Und dann wird, wenn ein Probesprechen, Casting gemacht wird, holt man sich ja Kollegen oder Kolleginnen, die in die Stimmfarbe passen oder wo man weiß, die können diese Charge bedienen. Na, und so wird man dann eben, so wird man dann eben besetzt, ja. Hallo ihr Lieben, hier nochmal der Santiago, der SpongeBob. Das war's wieder mal. Es war ganz, ganz toll hier auf der Messe in Köln, auf der Heroes XP Cologne. Und das hat viel, viel Spaß gemacht, den ganzen Samstag und Sonntag. Schön, dass ihr da wart. Und nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal, eure Stimmen unter Wasser.